Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie die Nutzung der hörsaalinternen schon eingebauten Video- und Tontechnik funktioniert. Tonmäßig benutze ich gerade im Moment das ganz normale Hörsaalmikrofon. Das ist auch bei Lautsprecher hier im Saal zu hören. Das geht über einen USB-Anschluss jetzt in meinen Rechner rein. Kann ich gleich noch was dazu zeigen. Und im Moment nutze ich die in meinem Surface-Laptop eingebaute Frontkamera. Ich kann mal auf die Rückkamera umschalten. Dann sieht man, dass ich tatsächlich im Hörsaal bin. Der ist aber gerade im Moment leer. Und wenn ich ein bisschen hochschwenke, dann sieht man oben an der Decke die zwei Beamer und zwischen den Beamern drei Kameras. Und auf die linke dieser Kameras, auf die schalte ich jetzt mal um. Dann sieht man erstmal so eine totale und man sieht daran, dass ich hier auch das Beamerbild einfach an die Wand werfe, dass man diese Deckenkamera, die hier über inklusive des Hörsaaltons über dieses USB-Kabel hier in den Rechner reingeht, eben ganz normal wie eine Webcam in Zoom auswählen kann. Das gleiche gilt für das Mikrofon. Also es ist total einfach, das in Zoom für Hybrid-Settings zu nutzen. Und diese Hörsaalkamera kann man jetzt eben über eine Fernbedienung hier auch noch ein bisschen schwenken, zum Beispiel nach oben und unten oder nach links und rechts. Und man kann sie über eine weitere Taste sehr langsam und sehr fein zoomen und man kann sie über eine weitere Taste auch ein bisschen schneller zoomen und dann kann ich an mich heranzoomen. Und dann sieht man, dass ich hier an meinem Laptop nicht nur dieses USB-Kabel angeschlossen habe, sondern auch noch eine kleine Lichterkette zu liegen habe, weil ich heute in den Grundlagen der Elektrotechnik ein kleines Experiment mit Lichterketten gemacht habe. Das war jetzt aber alles, was ich in diesem Video zeigen wollte. Ciao, ciao.